herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Tanks for You. Heute mal aus einer ganz anderen Perspektive, ein bisschen was Besonderes aus meiner Sicht, und zwar aus unserem Toyota Yaris. Jetzt fragt ihr euch, was will er uns jetzt hier ein Auto vorstellen? Nicht direkt, ich bin ja kein Autokanal, aber mich interessiert halt die Technik sehr, was so Autos angeht und die ganzen Assistenzen, die verbaut sind. Und das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt. Wir haben uns halt zusammengetan, meine Freundin und ich, und wollten uns eben gemeinsam ein Auto zulegen. Und haben dann eben überlegt, was uns wichtig ist. Mir ist natürlich eher der technische Aspekt wichtig, den möchte ich euch gerne vorstellen. Das Besondere bei dem Toyota Yaris ist einfach, dass das die Tokyo Pop-Out Edition ist. Das ist, wenn man sich die Edition anguckt, die, soweit ich weiß, höchste Edition. Es gibt nochmal irgendwie JBL-Lautsprecher, die da verbaut sind. Das haben wir jetzt nicht. Alles andere müsste jetzt tatsächlich in dem Auto verbaut sein. Und ich persönlich nutze auch wirklich fast alles und möchte euch das einfach mal vorstellen, weil als ich auf der Suche war oder als wir geguckt haben, es gibt eben nicht viel im Internet über diese Pop-Out-Edition, außer das, was Toyota an sich natürlich auch mitgibt. Wir haben auch eine Probefahrt vorher gemacht, allerdings gab es auch da nicht die Pop-Out-Variante, wo dann wirklich die Technik auch größtenteils enthalten ist. Deswegen möchte ich das gerne mal nachholen. So, wenn wir jetzt hier unterwegs sind, ich mache natürlich auch nochmal ein Video bei der Fahrt und gucke mal, ob ich dann nochmal ein bisschen was dazu sagen kann. Aus offensichtlichen Gründen werde ich natürlich die Kamera dabei nicht so halten können. Deswegen muss ich mir noch was einfallen lassen. Wir machen das erstmal hier auf dem Parkplatz, so im Trocknen. Und das, was für mich halt auch so ein Wow-Effekt war, auch wenn es gar nicht geplant war, wir hatten halt zwei Sachen, die uns wichtig waren. Das eine war eben eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, dass meine Freundin und ich eben uns getrennt dann die Temperatur einstellen können. Ihr könnt euch halt vorstellen, warum. Und das andere, was mir persönlich wichtig war, war so ein Totwinkelassistent in den Spiegeln. Einfach, weil wir hier in Berlin auch sehr viele Radfahrer haben. Und ich mir nicht anmaße, das immer im Überblick zu haben, trotz Schulterblick, war mir das eben auch ein Anliegen. So, genau. Daraufhin haben wir uns beraten lassen bei Toyota. Ich muss sagen, ich war von der Beratung im Autohaus, man mag es kaum glauben, wir waren noch richtig im Autohaus, haben uns beraten lassen, war nicht meine Idee, aber ich habe es mitgemacht. War nicht so begeistert, weil der natürlich stumpf diese beiden Features, sowas wie Totwinkelassistent und Zwei-Zonen-Klimaautomatik eingetickert hat, sich da Pakete zusammengestellt hat und wir haben dann halt eine Summe X bekommen. Dazu muss man sagen, dass das Auto geleased ist über 3 Jahre mit Anzahlung. Und ich hatte da schon ein ungutes Gefühl und habe dann selber nochmal geguckt und Toyota bietet ja eben immer diese Pakete an. Also es gab auch irgendwie sowas, die Team Deutschland Edition oder weiß ich was. Und habe dann nochmal geguckt und interessanterweise ist diese Pop-Out-Edition, die ist ja dann vorkonfiguriert, kam uns am Ende günstiger, als wenn wir nur diese Pakete mit reingenommen hätten. Wir haben dann auch nochmal Wartung und Inspektion mit reingenommen, einfach um eine fixe Summe zu haben im Jahr oder im Monat. Genau, durch diese Pop-Out-Edition haben wir aber noch ein paar Sachen mehr bekommen, als das, was wir eigentlich ursprünglich wollten, was natürlich charmant ist, weil wir halt auch nicht teurer, was die monatliche Rate, oder das waren vielleicht 10 € mehr oder so, und haben aber dafür wesentlich mehr noch an Features bekommen. Genau, aber gehen wir das mal durch. Und zwar das, was ich persönlich echt cool finde und nicht nur cool, sondern auch nützlich, ist tatsächlich das Head-Up-Display. Man sieht das hier eben auch, dass das projiziert wird aus dieser Nische, die man da sieht. Wir können noch mal reingucken. So, da sieht man eben, dass das hier projiziert wird und dann auf die Scheibe sozusagen gespiegelt wird, beziehungsweise die Scheibe spiegelt das halt und auf dem Display wird es halt spiegelverkehrt schon angezeigt. Man sieht das interessanterweise auch nur, also nicht interessanterweise, aber ist natürlich aus einem ganz bestimmten Winkel. Also man sieht hier, wie das in der Scheibe auch wieder verschwindet, wenn ich mich hier bewege. Aber als Fahrer ist es gar kein Problem, man hat das immer im Sichtfeld. Man kann sich auch noch so ein bisschen die Schärfe einstellen. Man kann theoretisch auch die Helligkeit des Head-Up-Displays einstellen. Wir haben es jetzt auf Automatik. Und wenn ich ausgerechnet jetzt gerade pralle Sonne drauf scheint, ist das auch immer wunderbar zu sehen. Es reguliert sich halt auch im Tunnel zum Beispiel nochmal anders, wenn es dann eben dunkler wird auf einmal oder eben entsprechend danach wieder heller. Aber selbst wenn die Sonne mal raufknallt, wird das unter Umständen so hell, dass man es trotzdem noch erkennt. Also es gibt wirklich wenig Situationen, wo ich da nicht drauf gucken kann. Und das, was ja immer damit beworben wird, ist, dass man halt den Blick auf der Straße behält, ist tatsächlich auch so. Was ich auch schön finde, man kann so ein bisschen die Anzeigen konfigurieren. Was wir da jetzt haben, ist eben das, was wir hier auch im Board-Display sehen. Wir sehen im Prinzip, diese beiden Linien sind eben die Spuren. Das heißt, der hat halt auch eine Spurerkennung, ne, dass er im besten Fall dann die Spur erkennt, auf der er fährt. Und dementsprechend, wenn man Tempomat an zum Beispiel anhat, auch selbstständig dann sich in dieser Spur bewegt. Das ist das eine. Und das andere ist, man kann jetzt auch noch, wenn man ein Fahrzeug vor sich hat, zeigt einem das auch an in dieser Anzeige. Und dann kann man zum Beispiel beim Tempomat noch einstellen, man kann halt zwischen 3 Stufen wählen, wie dicht der sozusagen auffangen soll, unser Toyota. Das ist das eine. Dann, gut, was wir noch eingestellt haben, ist irgendwie Drehmoment. Dann haben wir noch da die Schilderkennung. Also hier ist eine Verkehrsschilderkennung eingebaut. Das sehen wir natürlich hier auch nochmal. Ich bin jetzt hier gerade über Landstraße gefahren, deswegen ist das letzte, was er jetzt drin hat, sind 100.
Also selbst wenn auch kein Schild da ist, nimmt er eben Navigationsdaten, die hier auch mit bei sind. Und dann habe ich natürlich noch die aktuelle Geschwindigkeit, die ich aber ansonsten auch hier nochmal sehen würde. Aber meine Freundin und ich, wir benutzen das beide tatsächlich nicht mehr über dieses Board-Display, sondern wir nutzen immer das Head-Up-Display. Also der Vorteil ist halt auch, dass wir ähnlich groß sind. Man kann übrigens auch die Position noch so ein bisschen steuern, also von der Höhe und von der Tiefe dieses Head-Up-Displays in der Scheibe. Wir haben halt das Glück, wir sind beide ähnlich groß, sodass wir da halt wenig hin und her stellen müssten, was auch nicht so viel Spaß macht, weil das würde dann wieder über das Lenkrad, über dieses Multifunktionslenkrad funktionieren. Ja, genau. Was ich zu der Verkehrsschilderkennung nochmal kurz sagen möchte, ist, dass die an sich gut funktioniert. Ich habe jetzt nicht so einen krassen Vergleich, nur ein bisschen mit Mercedes. Und ich muss sagen, die Verkehrsschilderkennung bei Mercedes ist auf jeden Fall nochmal besser. Also die bei Toyota ist auch gut, aber man merkt da eben nochmal einen kleinen Qualitätsunterschied. Und vor allen Dingen fällt es mir auf, wenn man Schilder hat, die eben nur für eine bestimmte Zeit gelten. Also man kennt das ja zum Beispiel irgendwie auf Schulwegen oder wie auch immer, wenn dann zwischen 8 und 15 Uhr zum Beispiel was ist. Manchmal zeigt er das hier im Borddisplay auch an. Da ist dann eben dieses Verkehrsschild mit der Geschwindigkeit und darunter so ein kleines Schild mit einer Uhr, dass man weiß, das ist nur zeitlich begrenzt. Aber oft genug oder zu 80, 90% der Fälle nimmt das halt als gesetzt und beachtet aber nicht die Zeit, was schade ist, weil man hat ja hier logischerweise auch die aktuelle Uhrzeit, sodass man das schon nochmal besser machen könnte. Aber man muss halt sagen, man muss das immer im Vergleich sehen. Wir hatten halt geschwankt und es war halt wichtig, wir wollten keinen Reihenverbrenner mehr. Das ist ja jetzt hier ein Hybrid. Nur wie das bei Toyota üblich ist, kein Plug-in, sondern so ein rekuperierender oder wie sich das nennt. Also der halt durch das Bremsen beispielsweise oder Auslaufen lassen dann über eine Dynamo im Prinzip die E-Batterie lädt. So, genau. Ansonsten, was man hier auch noch sieht, wenn man sich das anguckt, dadurch, dass wir halt diese Spuren haben, wenn ich jetzt mal hier Spuren hätte auf der Fahrbahn und die leicht überfahre, dann fängt auch die jeweilige Spur im Display an, gelb zu blinken, weil er dann das Gefühl hat, ey, du verlässt deine Spur. Er lenkt dann auch ab einem gewissen Punkt auch gegen, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, aber kommt selten vor, dass er sich da vertut. Der Sinn ist hier tatsächlich eher, wenn man warum auch immer unaufmerksamer ist oder so und dann vielleicht zu weit rüberzieht auf die eine, auf die andere Spur, dass er dann einen auch wieder zurückbringt auf die eigene Spur. Genau. Und er nutzt das eben auch, wie schon gesagt, beim Tempomat für das selbstständige Lenken auf der Spur. Dazu muss man allerdings sagen, bisschen km/h, zumindest so mein Eindruck, kann man den tatsächlich völlig frei fahren lassen, was gerade bei uns in Berlin auf der Stadtautobahn auch ein sehr angenehmes Thema ist, wenn man wieder Stop and Go ist oder allgemein Stau. Über 10 km/h ist es so, dass er dann nach ein paar Sekunden, wenn man das Lenkrad loslässt oder besser gesagt nicht festhält, dass er dann anfängt zu meckern. Dann kommt erstmal eine Warnung, ey, jetzt fass mal langsam wieder das Lenkrad an. Und wenn man dann weiter nicht reagiert, dann wird diese Spurhaltung auch tatsächlich abgeschaltet, sodass dann völlig frei das Auto fährt irgendwie, wo es gerade hin will. Das heißt, man ist auch gezwungen tatsächlich, was ich nachvollziehen kann, was wahrscheinlich auch Regulatorien sind hier in Deutschland. Man ist halt auch gezwungen, das Lenkrad dann regelmäßig festzuhalten, logischerweise, was man eh tun sollte. So, aber wie gesagt, was ich sehr charmant finde, bei 10 km/h und darunter muss man das nicht, da fährt das Auto von alleine. Und neben dem, dass es sich an der Spur orientiert, weil es ist ja auch oft genug hier in Deutschland mal so, dass die Spuren halt nicht so schön gut zu erkennen sind, was er nach einer gewissen Zeit macht, wenn man hinter einem Auto hinterher fährt, dass er dann eben dieses Auto auch erkennt und sich an dem Auto orientiert. Man sieht halt wie so eine kleine Kette, die dann von unserem eigenen Auto zum anderen Auto gezogen wird. Das sieht man auf dem Display dann auch. Und dann fährt er im Prinzip so die Spur, wie das Auto vor uns fährt und braucht halt keine Markierungen links und rechts, um zu wissen, wo es lang geht. Das finde ich auch sehr charmant. Wenn man dann an der Ampel steht, das Auto vor einem bremst, bremst der Toyota natürlich auch. Und da hat man einfach die Wahl, wenn der dann wieder weiterfährt, dann wird das hier angezeigt, ey, ich habe erkannt, dass das Auto vor mir weiterfährt, was soll ich tun? Dann kann man entweder einmal kurz aufs Gas drücken oder man kann einfach hier auf dem Multifunktionslenkrad einmal nach oben drücken. Und dann folgt er dem auch weiter und erhöht die Geschwindigkeit. Was ich übrigens besser finde bei Toyota als bei Mercedes, ich habe ja nur den Vergleich zu der vorherigen A-Klasse, also nicht die ganz neue, sondern die davor, die nicht mehr so kacke wie ein Elefantenschuh aussah, sondern die danach halt, das ist es, glaube ich, was ich meine, hoffentlich. Beim Tempomat ist mir aufgefallen, wenn man hier den Tempomat reinmacht, zum einen finde ich es wesentlich intuitiver. Ich habe halt hier diesen Schalter, wo ich einmal sage, nach oben Tempomat und dann nach unten sozusagen bestätigen. Und danach muss ich dann, wenn ich dann den sozusagen rausnehme über Cancel oder durch Bremsen, muss ich einfach nur noch einmal nach oben machen
Und dann behält er die aktuelle Geschwindigkeit als Tempomat. Bei Mercedes war das immer mit mehr Knöpfen einfach verbunden. Und was ich charmanter finde, was mich bei Mercedes immer massiv gestört hat beim Tempomat, wenn die Differenz zwischen dem, was ich gerade fahre und was zuletzt im Tempomat eingestellt war, zu groß war, hat er entweder zu krass runtergebremst oder zu krass beschleunigt. Der Toyota macht das ein bisschen seichter. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Tempomat reinmache, kann ich natürlich auch die Geschwindigkeit dann nochmal über das Multifunktionslenkrad einstellen, indem ich hier nach oben, nach unten mache. Ich kann dann auch in 5er oder 10er Schritten das machen oder halt in einzelnen km/h Schritten. Und wenn ich da halt dann eine größere Distanz einstelle, dass er halt langsamer fahren soll, dann bremst er nicht ab und runter, sondern der schleicht das ein bisschen mehr aus. Bei Mercedes war das sehr abrupt, was natürlich blöd ist, wenn hinter einem einer ist, der vielleicht mal nicht genug Abstand hält. Das fand ich dann immer schon nicht so charmant. Dann musste ich meistens immer erstmal hochmachen den Tempomat, weil bei Mercedes ist es halt so, der merkt sich halt die letzte Einstellung. Das heißt, ich muss erstmal schnell hochmachen auf meine aktuelle Geschwindigkeit und dann nach und nach runtersetzen wieder. Ja, genau. Und andersrum natürlich auch, wenn ich das höher hatte, hat der Mercedes sehr krass beschleunigt, was natürlich einfach wieder einen Spritverbrauch nach oben getrieben hat, was auch aus meiner Sicht unnötig ist, weil das Automatikgetriebe steht ja voll unter Kontrolle. Warum muss ich da so extrem beschleunigen, um schnell auf diese Geschwindigkeit zu kommen? Also nach meiner Meinung. Genau. Dann Multifunktionslenkrad habe ich ja schon mal angesprochen. Das ist, glaube ich, jetzt nichts Pop-out-spezifisches. Ich möchte trotzdem noch mal kurz zeigen, dass ihr es mal gesehen habt. Wir haben natürlich hier diese Telefonie laut leiser. Wir haben hier einen Sprachassistenz, dass ich dann zum Beispiel auch Navigation darüber direkt mit der Stimme starten kann. Was wir hier drüben haben, sind eben noch mal sowas wie genau den Spurhalteassistenten. Theoretisch hat der irgendwie auch einen Spurwechselassistenten. Da bin ich mir ehrlich gesagt bis heute nicht sicher, was der eigentlich macht. Wir haben den jetzt knapp 2 Jahre, also 1,5 Jahre, ein bisschen mehr. Hier kann ich im Prinzip den Abstand einstellen, den ich zum Vordermann halten möchte, wenn ich ein Tempomat habe. Also mit jedem Mal drücken kann ich sozusagen zwischen diesen 3 Stufen hin und her stellen. Darunter habe ich theoretisch noch das, wie man es vielleicht von anderen Autos auch kennt, einmal den Tempomat. Ich kann aber auch einen Limiter setzen, dass ich halt über eine bestimmte Geschwindigkeit einfach nicht beschleunigen kann. Und dann kann ich das hier mit diesem Kippschalter eben noch plus minus einfach nochmal einstellen. Ich kann so eine Sache wie Limiter oder Tempomat über einen großen Cancel-Knopf beenden. Das finde ich sehr charmant, weil ich kann mir vorstellen, für einige ist das irgendwie ein bisschen beängstigend oder einer Extremsituation, wo man halt schnell reagieren muss, finde ich charmant, zack, einfach auf diesen Cancel-Knopf, weil man ja in der Regel sowieso hier in der Nähe anfasst. Und dann ist das auch raus, würde aber auch über das Bremspedal funktionieren. Genau, ansonsten haben wir hier nochmal vor und zurück. Je nachdem, ob ich jetzt Bluetooth zum Beispiel höre, kann ich natürlich da die Lieder vor und zurück machen. Genau, das erstmal so viel dazu. Ansonsten, klar, Hupe ist auch hier. Ist jetzt keine große Überraschung wahrscheinlich. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, dann haben wir das Multifunktionsdisplay. Da haben wir noch klassisch Knöpfe. Es ist aber auch ein Touchscreen. Was ich sehr schön finde, das ist jetzt übrigens Google Car. Was ich sehr schön finde, ist, dass dieses Ding an sich verhältnismäßig schnell reagiert. Also ich habe es bei meinem Mercedes gemerkt, dass es da länger gebraucht hat. Ich habe das Gefühl, dass Autobauer da am ehesten sparen, ist immer noch die Elektronik. Auch wenn es vielleicht bei den neuesten, dieses Mercedes-Benz User Experience, dieses MBUX, dass es da besser ist. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, wie schnell das tatsächlich hier auch alles geht. Also da ist halt nichts mehr groß mit Warten. Ich habe schon mal angesprochen, wir haben hier auch Android Auto, allerdings nur in der kabelgebundenen Variante. Das finde ich ein bisschen schade, weil dann hat man halt hier dieses Ding immer rumbamseln und ja gut, ich als Technik-Nerd, das wäre aber jetzt so die Kirsche on top, hätte mir halt gewünscht, dass das die drahtlose Variante ist. Aber gut, ist dann so, wie es ist. Ich finde halt sehr schön, weil ich damit auch Google Maps dann direkt on board habe. Das Einzige, was schade ist, ich kann hier auch, es ist so eingestellt, dass wenn ich das Head-Up-Display habe, kann ich mir die Navigation auch in so einer ganz einfachen Variante mit Pfeilen und ich kann natürlich theoretisch auch hier auf dem Bordcomputer nochmal andere Ansichten mir einstellen. Also ich kann natürlich hier auch nochmal durch die Menüs durchgehen, kann die ganzen Assistenzen. Ich kann mir hier auch noch Energiefluss, das kann ich mir auch auf dem Display anzeigen lassen. Und kann mir hier natürlich auch nochmal andere Sachen, aber da ist halt immer für mich dieses Standard-Reisedisplay. So, wenn wir jetzt nämlich mal gucken, dann sehen wir eben den Pfeil, der uns sozusagen sagt, wo wir lang müssen. Das ist hier leider schon weg. Das hatte ich aber auf dem Bordcomputer dies auch gesehen. Das finde ich halt auch sehr charmant. Ich finde nur schade, dass es über Android Auto nicht funktioniert, weil da scheinbar die Info einfach für den Bordcomputer nicht vorliegt, um das dann aufs Setup-Display zu legen. Das ist dann halt rein hier auf dem Display zu sehen.
So, ansonsten haben wir hier die angesprochene Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Das heißt, wir haben Automatik deshalb, weil ich kann hier eine Geschwindigkeit einstellen, eine Temperatur. Ich kann aber auch sagen Auto. Und dann hat er über die Temperaturfühler, die hier eben verteilt sind, ich hoffe, dass das jetzt mit dem Wind nicht so laut wird, passt er halt die Raumtemperatur im Prinzip nochmal automatischer an und bläst nicht einfach stumpf jetzt hier Temperatur oder die Kühlung rein, sondern passt das eben an anhand der Temperaturfühler, die er im Raum verbaut hat. Und wie man halt hier auch sieht, ich kann halt hier jetzt entweder beide stellen oder wenn ich Dual einstelle, dann kann ich den einen eben separat zum anderen stellen, was ja meiner Freundin vor allen Dingen auch wichtig war. Ansonsten habe ich so die Standardknöpfe mit Frontscheibe heizen. Hier ist übrigens auch beheizte Seitenspiegel und Rückspiegel. Haben hier noch ein paar Echo-Einstellungen. Wie gesagt, Intensität und den Rest kennt man hier. Kann ich eben Klima ein- und ausschalten und kann auch einstellen, ob die Quelle sozusagen der Luft von draußen oder ob das dann irgendwie wieder aufbereitet wird. Ansonsten darunter haben wir dann noch die Sitzheizung und da muss ich sagen, ich weiß natürlich nicht, was das vom Energieverbrauch her ausmacht, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das beim Toyota W, also ich weiß, dass das wesentlich schneller geht, beim Toyota wird der Sitz wesentlich schneller warm. Das hat bei Mercedes wesentlich länger gedauert, egal ob ich jetzt hier High oder Low einstelle. Was eine Kleinigkeit ist, dass das bei Mercedes natürlich ein bisschen schicker gelöst war mit Druckknöpfen und hier ist das eben so ein Klippschalter. Das stört mich einfach, wenn man einfach schon mal die andere Variante hatte, dann fällt einem sowas halt einfach auf, aber was ich zu unterlassen muss, dass der Sitz schneller warm wird. Ob das jetzt auf Kosten von höherem Energieverbrauch ist, weiß ich nicht. Ich vermute es aber eher nicht. Genau. Und was ein bisschen schade ist, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch Meckern auf hohem Niveau, man hat halt nur die Stufe Low und High. Und bei Mercedes gab es eben drei Stufen, sowas wie niedrig, mittel, hoch von der Intensität her. Und auch wie man hier sieht, ist das sowohl für Fahrer als auch Beifahrer. Was ich sehr charmant finde, und das war zum Beispiel, ja, das muss man sagen, wir hatten unseren Jahres in 2021 bestellt. Der sollte dann auch zum Mitte, Ende 2021 geliefert werden. Natürlich gab es dann auch Lieferverzögerungen, da war auch gerade diese Chipknappheit, Corona war ein Thema und was es nicht alles als Gründe gab. Und trotzdem ist bei uns tatsächlich geklappt, dass wir hier diese QI induktive Ladestation haben. Ich habe einen Kumpel, Grüß an dich, Thomas, der hatte mit Audi die Thematik, der wollte das nämlich auch haben, weil sein Handy eben induktiv laden kann. Das kann uns das gar nicht. Und da konnte Audi das tatsächlich nicht liefern, weil sie einfach nicht genug Chips hatten oder wie auch immer. Das heißt, er musste darauf verzichten. Fand ich ganz witzig als kleines Detail, dass Toyota das als Nicht-Premium-Marke tatsächlich auch geschafft hat, das trotzdem anzubieten, wo man fairerweise sagen muss, unser Yaris war einer der wenigen, die auch zumindest laut Autohaus ausgeliefert wurden. Es gab andere Bestellungen, die halt einfach storniert wurden. Ich glaube, weil wir halt eine sehr krasse Ausstattung hatten, hat sich das Toyota nicht entgehen lassen. Genau. Kann ich übrigens hier auch über den Knopf explizit ein- ausschalten. Ansonsten haben wir da noch hier so einen Autostromsteckeranschluss. Genau, Schaltung habe ich hier, was ich auch cool finde, weil ich es gerade sehe. Wenn ich mal hier auf, achso, müsste ich vielleicht mal bremsen. Wenn ich jetzt hier mal auf Rückwärtsgang schalte, wir haben ja tatsächlich auch eine Rückfahrkamera. Ich habe das am Anfang ein bisschen belächelt, weil ich mir so dachte, ey, wofür brauche ich eine Rückfahrkamera bei dem kleinen Auto? Wir haben ja auch, dazu muss man sagen, wir haben ja auch noch Pieper. Das kann ich auch gleich nochmal zeigen. Aber das fand ich schon, mittlerweile finde ich sehr angenehm, einfach weil ich natürlich auch weiß, wie weit ich die Kofferraumklappe aufmachen kann. Das ist nach meinem Verständnis die rote Linie da. Und generell ist es einfach nochmal besser zu sehen, was hinter einem los ist, weil man nämlich mal hinten nach guckt. Man hat zwar Platz, also mehr Platz nach hinten und mehr Blick nach hinten als bei der A-Klasse. Da war es wesentlich verbauter, auch mit den seitlichen Säulen und so. Aber nichtsdestotrotz finde ich sehr charmant, das da einfach mal zu sehen. Genau. So, wenn ich jetzt mal wieder auf Parken schalte, können wir wieder loslassen. Das ganze System hier ist Keyless Go. Das heißt, man sieht, man hat kein Schlüsselloch mehr, sondern man macht das eben über einen Start-Stopp-Knopf. Genauso auch, wenn wir draußen sind, gibt es kein Schlüsselloch mehr, sondern man kann eben in die Griffe fassen, induktiv, und dann wird das Auto entriegelt. Wir haben übrigens auch hier eingestellt an der Seite. Da sind die Seitenspiegeleinstellungen, kann man eben einklappen. Man kann sie ausklappen. Und die mittlere Stellung ist dann Automatik. Das bedeutet, wenn man das Auto abschließt, dann werden eben die Spiegel auch von alleine wieder eingefahren. Finde ich auch sehr charmant, weil es immer auch eine ganz gute Kontrolle, ob ich das Auto abgeschlossen habe. Wenn die Spiegel eingeklappt sind, weiß ich, jo, Auto ist abgeschlossen.
Wobei man sagen muss, man hat ja hier auch mit MyToyota als App die Möglichkeit, diese Connected Services gerade zu nehmen und hat dann eben auch eine API zu dem Auto, eine Schnittstelle, eine internetbasierte, sodass ich auch in der App zum Beispiel gucken kann, sind die Türen verriegelt, sind die Fenster zu. Keine Ahnung, ich kann aus der Ferne theoretisch schon die Klimaanlage anmachen, beziehungsweise Standheizung. Finde ich sehr charmant. Haben wir auch übrigens bei Home Assistant eingebunden und können da auch gucken, wo das Auto steht. Wobei man das nicht live tracken kann. Ich glaube, das ist auch so ein Datenschutzthema, sondern immer wenn es abgestellt ist an einer gewissen Zeit, erscheint dann der Standort, wo es jetzt sozusagen aktuell steht. Und ich sehe es natürlich auch in der App, wo es jetzt steht. Genau, wenn wir uns mal die Pieper angucken, dann. So, ich fahre jetzt mal. Das sehe ich übrigens nicht auf dem Head-Up-Display. Wir haben jetzt hier. Dann sehe ich aber hier schon. Also das Piepen finde ich ein bisschen nervig. Und was der auch macht, wenn ich jetzt mal weiterfahre. Okay, jetzt bin ich zu schnell. So, jetzt nochmal das Ganze. Jetzt will er nicht. Was er aber macht, der bremst tatsächlich auch von alleine. Wahrscheinlich, weil das jetzt hier so ein weiches Zeug ist. Wenn ich jetzt andere Sachen hätte oder wenn ich schneller drauf zufahren würde, dann würde der auch automatisch die Bremse auslösen. Das funktioniert sowohl nach vorne als auch nach hinten. Passiert mir zum Beispiel manchmal, wenn ich bei Kaufland bin, dann ist es so, da sind eben Parktaschen direkt an der Ein- und Ausfahrt sozusagen. Und wenn ich rückwärts in diese Parktasche einfahre und dahinter dann aber, da ist das natürlich baulich getrennt, das sieht aber das Auto nicht oder weiß das Auto nicht. Wenn dahinter dann aber Autos langfahren, erstmal warnt er einen, das heißt, der hat nach hinten raus auch so einen Rückfahrassistenten, wo der einen erstmal warnt, wenn der da Fahrradfahrer oder Autos, die da kreuzen, wahrnimmt und das schon sehr weit weg. Also teilweise hatten wir die Situation, dass wir auch rückwärts aus einer Parklücke rausgefahren sind. Ach, jetzt hat man es auch. Das beste Beispiel. Da ist tatsächlich einer lang gefahren. Und man sieht das sowohl in den Seitenspiegeln, dass es dann eben anfängt zu blinken. Und man hört es eben auch. Und wenn man dann weiterfährt, dann bremst das Auto auch irgendwann. Das war in der Situation tatsächlich ein bisschen nervig, weil immer Autos ein- und ausgefahren sind und ich halt immer nur ein Stück weiter zurückfahren konnte, weil der immer sofort gebremst hat. Und bei dieser Parklückensituation, wo ich einmal rausgefahren bin, ich habe nicht gesehen, dass da ein Auto kommt, aber der Yaris hat es halt irgendwie über die Pieper hinten oder wie auch immer der das macht, schon gesehen und hat halt schon gebremst, bevor ich überhaupt gesehen habe, dass da ein Auto kommt und es auch nicht gehört habe. Das können wir ja noch mal gucken, ob wir das nochmal nachgestellt haben. Wie gesagt, ich bin hier immer noch auf dem Parkplatz. Sonst würde ich es natürlich nicht so freihändig alles machen. So. Und jetzt sehen wir das hier auch. Genau, jetzt haben wir es gesehen. Also der nimmt das sehr ernst mit dem Bremsen. Manchmal kann es störend sein, aber ich sag mal, lieber soll er einmal zu viel als einmal zu wenig dann selber bremsen. Und was er auch zum Beispiel macht, wenn man eben an der Kreuzung steht, vor einem jemand steht und man so wie ich vielleicht auch aus Berlin gewohnt ist, einfach ein bisschen schneller anzufahren, weil man nicht weggehupt werden will. Wenn man zu schnell ist, dann bremst er automatisch auch runter. Also er bremst nicht ab, aber er reguliert die Geschwindigkeit wieder runter und sagt dann auch, ey, ich habe Objekte vor dir erkannt, die sind nicht ganz so schnell wie du, wir machen mal ein bisschen langsamer. Also man wird hier schon sehr geführt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie störend oder nervig ist. Man kann das auch in gewisser Weise auch regulieren. Das hatte uns auch der Toyota-Händler am Anfang ein bisschen eingestellt. Man kann halt so gewisse Sachen, wie sensibel der sein soll, da gibt es halt auch ein paar Stufen, die man einstellen kann. Wir haben, glaube ich, die mittlere, auch was die Pieper angeht. Und genau, so dass wir da eben auch ganz gut fahren im wahrsten Sinne des Wortes so, und wir uns beide auch wohlfühlen. Ich muss auch sagen, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr schon Autofahrer seid, dass man auch immer das Gefühl haben muss oder das Gefühl haben sollte, dass man dem Auto vertrauen kann, sowohl wenn es jetzt irgendwie mal Scheißwetter ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ich hatte das jetzt ganz oder relativ zeitig, nachdem wir dann das Auto gekauft haben oder geleast haben, nachdem es dann ausgeliefert wurde. Das war ja dann irgendwie in Richtung Winter, also Januar, Februar, wo es dann wirklich mal richtig Schneegestöber gab. Aber ich habe mich trotzdem in dem Auto sicher gefühlt. Ich hätte nach dem Mercedes nicht mehr gedacht, dass ich nochmal ein Auto finde, wo ich mich so sicher fühle, dass ich weiß, ich kann mich auf das Auto verlassen, egal was los ist. Ich meine, jetzt ist es auch ein Neuwagen, muss man Toyota natürlich auch zugute halten oder ins Gewicht packen. Das ist natürlich jetzt kein Gebrauchter, der schon 10 Jahre alt ist. Aber ich hatte bisher auch nie das Gefühl, dass die Technik hier irgendwie versagt. Also hat sie auch nicht, das ist eine. Und die Anzeigen sind auch sehr verlässlich. Also zum Beispiel so ein Klassiker, also ich finde es immer noch beeindruckend, dass diese Abstandshalter,
oder diese Abstandswarner tatsächlich auch so einen Maschendrahtzaun ordentlich erkennen, weil die ja irgendwie über Ultraschall oder wie auch immer funktionieren müssen. Und die erkennen ihn auch ordnungsgemäß. Da hatte ich auch am Anfang ein bisschen Schiss. Oder selbst so eine Gräser hier, die hinter mir sind, auch wenn die nicht besonders dick sind oder so, der erkennt die halt zuverlässig. Was ich sehr, sehr angenehm finde. So, ansonsten, was vielleicht nochmal interessant ist zum Thema Hybrid. Wir haben hier theoretisch die Möglichkeit, diesen Electric Vehicle Mode einzuschalten. Das heißt, damit zwingen wir den Yaris dann auch rein im E-Modus zu fahren. Ansonsten würde der selbst entscheiden. Aber das Blöde ist, oder das ist meine Erfahrung, was ein bisschen enttäuschend ist, wenn ich das jetzt mache, sieht man hier auch schon, der sagt, nö, mache ich nicht, die Batterie ist zu schwach. So. Was wir machen können, wir können hier mal gucken. Und wenn wir jetzt hier mal so ein Energiedashboard, wenn wir jetzt im Prinzip fahren, wie gesagt, ich bin hier immer noch auf dem Parkplatz, sonst würde ich das nicht machen, dann sieht man halt, wenn ich langsam fahre, man sieht das hier übrigens auch, da ist dieses kleine EV-Auto, dieses grüne. Das heißt, jetzt fahren wir aktuell im Elektro, wenn wir aber zu schnell beschleunigen, dann sehen wir, dass der Verbrenner sozusagen dazu geht und dann die Batterie wieder lädt. Das Ding ist halt auch, dass der halt nie die Batterie voll lädt. Das macht wahrscheinlich auch ökologisch keinen Sinn, sondern das soll natürlich immer so eine Kooperation sein zwischen E-Motor und Verbrenner oder dass auch mal der E-Motor übernimmt. Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie schnell man beschleunigt. Jetzt meckert er hier übrigens auch schon, dass ich nicht angeschnallt bin. Das hole ich mal kurz nach. Der fängt natürlich ab höheren Geschwindigkeiten auch an zu piepen, dann, wenn man nicht angeschnallt ist. Aber das finde ich sehr interessant. Habe ich eine ganze Zeit lang mal drauf gehabt, aber am Ende ist es natürlich immer das Gleiche. Genau, und je nachdem, wie ich halt hier beschleunige, bleibt er halt in dem E-Modus. Ich habe so gemerkt, man schafft das tatsächlich, wenn man langsam anfährt, den auch bis zu 50 oder 70 km/h hochzukriegen. Dann fährt der auch weiter im E-Modus. Aber sobald man zu schnell beschleunigt, hat uns aber der Toyota-Händler auch fairerweise am Anfang gesagt, also gerade in Berlin hat man keine Chance, in der Regel so langsam an der Kreuzung oder wo immer anzufahren, ohne gleich weggehupt zu werden. Aber was man eben machen kann, wenn man auf Reisegeschwindigkeit ist, dass man dann eben nochmal kurz das Gas loslässt und dann nochmal sanft drückt und dann schaltet der auch wieder auf den E-Motor um, weil er dann nur die Geschwindigkeit halten muss, aber nicht mehr beschleunigen muss. Also irgendwann hat man den Kniff auch wirklich raus und dann macht das auch Spaß. Ich merke auch, dass im Großen und Ganzen der Verbrauch durch diesen Hybridansatz im Vergleich zu dem Mercedes, die A-Klasse, die ich vorher hatte, die auch schon, fand ich, einen guten Verbrauch hatte, noch mal besser ist. Also so, ansonsten, der hat auch automatisch einen Berganfahrassistenten. Das Einzige, was ich da ein bisschen blöd finde, das fand ich bei Mercedes besser gelöst. Hier hat man halt einen Hold-Knopf, den muss man halt, wenn man dann steht, einmal drücken, hat man das da auch. So, das heißt, der ist jetzt aktiv, dieser automatische Bremsassistent oder dieser Berganfahrassistent. Jetzt seid ihr verrutscht. Und wenn wir dann komplett zum Stehen kommen, dann müssen wir halt wirklich komplett stehen. Dann rastet diese Bremse auch ein und dann kann ich entsprechend das Bremspedal auch loslassen, wie man hier sieht. Und wenn ich dann fahren will, drücke ich einfach wieder das Gas und wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe, dann geht das auch wieder raus und ich kann weiterfahren. Finde ich sehr charmant, habe ich auch bei dem Mercedes schon lieben gelernt. Man muss sich halt über irgendwelche Hänge, wo man dann steht oder so, keine Gedanken mehr machen. Das macht das Auto wunderbar von alleine. Das Einzige, was ich unschön finde, das fand ich bei Mercedes besser gelöst. Bei Mercedes war es so, man hat einfach die Bremse einmal komplett durchgedrückt bis zum Ende, dann ist das eingerastet. Hier muss ich das halt erstmal über diesen Knopf einschalten und er merkt sich das auch nicht. In der Regel im Stadtverkehr brauche ich das ja immer, weil man kann nicht schon mal durchgängig fahren. Ich muss in der Regel immer irgendwo anhalten. Das heißt, ich muss bei jeder Fahrt, wenn der Motor aus war, ich den anmache, muss ich halt diesen Hold-Knopf über den Knopf dann einschalten. Aber das ist so Meckern auf hohem Niveau, haben wir uns dann gewöhnt, dann ist es auch okay. Ist halt nur, wenn man es anders kennt, wo es halt auch besser gelöst ist, dann wünscht man sich das natürlich auch. Ansonsten haben wir hier noch einen Drive-Mode, das ist dann so Power, Echo und ich weiß nicht, was es noch gibt. Keinen speziellen Modus. Hat übrigens Maximalgeschwindigkeit, schaffen wir mit dem hier so 190 km/h. Da müssen wir aber auch schon ein bisschen Anlauf haben, wenn wir dann irgendwo einen Berg auf der Autobahn runterfahren. So. Das ist allerdings auch ein Punkt, der Verbrauch. Wir waren jetzt letzte Woche erst in Prag und ich habe auch vor ein paar Monaten einen Kumpel in Heidelberg besucht. Das Ding ist aus meiner Sicht nichts für Langstrecke, sofern man nicht absolut gemütlich fahren möchte. Soll heißen,
alles, was über 120 km/h ist, da schluckt er unheimlich viel. Der hat auch einen relativ kleinen Tank mit irgendwie um die 30 Liter. Und in Heidelberg habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich dreimal tanken musste. Also auf dem Weg und zurück dann von Heidelberg. Natürlich mit ein bisschen Puffer. Und das hatte ich mit der A-Klasse definitiv nicht. Und da war der Tank auch nicht wesentlich größer. Und ich sehe das natürlich auch, wenn ich mir die Verbräuche angucke, dass der bei höheren Geschwindigkeiten einfach einen krassen Verbrauch hat, was tatsächlich für mich auch ein Ausschlusskriterium wäre, nach dem Leasing den zu kaufen. Ansonsten würde ich es tatsächlich überlegen. Ja. Ansonsten gibt es hier oben noch die obligatorischen Lichtschalter. Wir haben hier diesen SOS-Knopf, der irgendwie auch Unfälle automatisch erkennt und dann irgendwie eine Notfallverbindung aufbauen kann. Das ist hier mit so einer Scheibe gesichert, dass man dann nicht aus Versehen den Knopf drückt. Na, ansonsten war das hier noch nichts Besonderes. Und wir haben übrigens, weil ich es hier gerade sehe, das ist ein automatisch abblendender Rückspiegel. Das heißt, na, ihr kennt es, wenn man irgendwie von hinten das Licht geblendet wird, dann blendet der irgendwo automatisch auch ab, wenn es zu hell wird. Ansonsten, was ich sehr cool finde, was auch wirklich 1A funktioniert, wir haben hier auch klar, zum einen automatisches Licht. Ne, also wenn es zu dunkel wird, geht das Licht an. Wir haben aber auch ein automatisches Fernlicht. Das heißt, wenn wir mal auf der Landstraße unterwegs sind und da nichts entgegenkommt und keine Lichtquellen sind, dann schaltet der automatisch aufs Fernlicht um und ich bin immer wieder begeistert, wie gut das auch funktioniert. Ich weiß nicht, woran er es genau festmacht, ob der wirklich ein Objektiv irgendwo drin hat, was wirklich Kamerabilder auswertet, aber es geht am Ende um Lichtquellen. Also wenn da auch Laternen sind irgendwo, wenn man gerade durch ein Dorf durchfährt, hatten wir jetzt auch ein paar Mal schon, als wir Richtung Ostsee gefahren sind und es dunkel war, da ist das Fernlicht dann auch aus, weil er halt die Laterne, das Licht der Laternen erkennt. Aber genauso auf Landstraße, wenn einem da ein Auto entgegenkommt oder wenn es weiter vor einem fährt, dann wird das Fernlicht halt auch ausgeschaltet und genauso wird es dann wieder eingeschaltet, wenn diese Lichtquellen halt nicht mehr da sind. Und das hat bis, glaube ich, auf ein, zweimal jedes Mal wunderbar funktioniert. Und falls es mal nicht funktioniert, hat man halt diesen Knopf auch wirklich immer griffbereit, wenn man jetzt nicht irgendwie riskieren will, jemand anders zu blenden. Man kann natürlich Bluetooth hier, man kann auch zwei Handys koppeln, was ich charmant finde, sodass man über das eine dann Musik hört, über das andere zum Beispiel telefoniert. Und ich muss sagen, bis auf diese Einschränkung, dass der auf Langstrecke bei höheren Geschwindigkeiten unheimlichen Spritverbrauch hat, bin ich super zufrieden mit dem, auch wirklich, was die Technik angeht. Die funktioniert wunderbar. Wie gesagt, Verkehrsschilderkennung, Verkehrszeichenerkennung ist manchmal ein bisschen eingeschränkt, aber das entbindet einen natürlich nicht trotzdem davon, aufmerksam zu sein. Aber ich finde es sehr angenehm oder ist auch sehr hilfreich. Wenn man dann doch mal unsicher ist, kann man nochmal gucken. Genau. Das Head-Up-Display möchte ich nicht mehr missen. Also das ist tatsächlich schon etwas, was mittlerweile ein Muss-Kriterium für meine Freundin und mich ist. Die war ja am Anfang nicht so davon überzeugt. Hatte sie ja auch nicht, ich auch nicht vorher. Aber es ist halt tatsächlich so, man guckt einfach nur noch geradeaus und man ist aus meiner Sicht aufmerksamer, weil man halt nicht mehr nach unten guckt. Das ist tatsächlich dann auch ein Sicherheitsaspekt, den wir auch festgestellt haben. Ansonsten werden wir nochmal, wie gesagt, jetzt gleich eine Runde drehen. Ich gucke mal, wie ich das aufnehme, dass ihr es auch mal seht. Vielleicht versuche ich nochmal was dazu sagen dann zwischendurch. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. So, ich habe jetzt eine Perspektive gefunden, denke ich, dass ihr auch halbwegs was erkennen könnt. Wichtig ist ja hier die Anzeige. Das Head-Up-Display seht ihr natürlich dann nicht mehr. Bloß mal gucken, mein Surface ist hier meine Aufnahmestation neben mir, dass das nicht abrauscht. Würde ich mir sehr spannend. So, und jetzt sieht man hier eben auch schon, wie hier dieses kleine grüne E-Auto noch ist. Das heißt, wenn ich langsam beschleunige, ich bin jetzt bei 13 km/h. Hier ist übrigens an der Seite noch diese Anzeige, wo ich dann eben immer sehe, ob ich mich in so einer Art Eco-Bereich befinde, also die Beschleunigung auch noch vernünftig ist. Man sieht es halt, wenn ich jetzt nicht zu sehr extrem unterwegs bin, dann bin ich auch im E-Modus unterwegs. Und wenn ich dann bremse, sehe ich unten auch noch drei blaue Balken. Die suggerieren mir dann oder die zeigen mir auf, ob ich jetzt gerade die Batterie lade. Zwei von den drei bedeutet, ich lade die Batterie halt. Wenn jetzt zwei Balken sind, heißt, ich lade die halt stärker, weil der stärker sozusagen die Bremsung ausnutzt, um den Akku zu laden. Wenn ich jetzt drei blaue Balken hätte, würde bedeuten, da bremst er wirklich. Hat halt den Charme, dass ich dann die Bremse auch nicht so belaste, weil er in der Regel nicht wirklich bremst, sondern durch den Dynamo einfach auch so eine Bremswirkung entsteht, auch wenn er die Bremse an sich gar nicht benötigt. Also wenn man gut ist und ich versuche das eigentlich immer auch einzuhalten, dann kommt man in der Regel ohne Bremsen auch sondern rein über den Dynamo. So, jetzt fahren wir gerade hier an einem 70-Schild vorbei. Jetzt sehe ich hier unten auch, hat er auch auf 70 umgeschaltet. Zeigt er natürlich auch im Head-Up-Display an, was ihr jetzt nicht seht. Jetzt habe ich natürlich die beste Strecke rausgesucht. Hoffen, dass mir die Webcam nicht abrauscht. Ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Routenführung wird gestartet.
jetzt selbst bei dem Sonneneinstrahlung sehe ich das Head-Up-Display noch und ich sehe eben auch, dass das jetzt nochmal, dass das einfach auch nochmal heller gestellt wird automatisch, damit ich es besser erkennen kann. Jetzt bin ich natürlich schon lange nicht mehr im E-Modus. So, und wenn ich jetzt eben bremse, sehe ich eben auch wieder bei Charge, diese blauen Charge-Balken sozusagen, dass der eben damit auch die Batterie lädt, was ich sehr charmant finde, weil das zieht einen natürlich auch dazu, darauf zu achten, dass man den eben lädt. Jetzt zeigt er mir hier auch im Bordcomputer an, wo ich langfahren muss, da ich jetzt nicht Google Maps genommen habe, sondern eben die eingebaute Navigation, die auch sehr gut ist, muss man sagen. Man kann die auch gratis updaten. Allerdings ist natürlich Google Maps nochmal durch die ganzen Daten, die es halt aus den verschiedenen Apps kriegt, natürlich nochmal genauer und auch man sieht eben auch eher, wie lange da ein Stau ungefähr andauert und ob es wirklich die beste Variante ist, da trotzdem zu warten. So, und jetzt schaltet er eben auch wieder um. So, ich kann jetzt mal den Tempomat einschalten. Und jetzt sehen wir auch hier in der Anzeige, seht ihr wahrscheinlich nicht so gut, ist genau die Situation, dass der mir jetzt anzeigt, ey, vor dir fährt ein Auto. Das zeigt er mir halt an, indem man ein kleines Auto dann sozusagen nochmal einblendet in den Bordcomputer. Und auch auf dem Head-Up-Display. Ich habe dann diese drei Balken, die ich halt hier einstellen kann. Und darüber kann ich eben einstellen, wie dicht ich auffahre. Und jetzt zeigt er mir das Kettensymbol an. Das bedeutet, er folgt jetzt dem Auto, wie das Auto sozusagen vor mir fährt. Aber, das ist mir auch aufgefallen, das sieht man hier auch, wenn die Kurven, der fährt natürlich auch Kurven, wenn die Kurven aber zu eng sind, dann schafft das tatsächlich nicht. Aber er sagt auch nicht, ey, ich schaff's nicht, sondern der fährt dann halt einfach aus der Kurve raus. Das heißt, so hundertprozentig verlassen darf man sich auch nicht drauf. Aber ich denke, das ist tatsächlich auch eher was für Langstrecken und gerade auf der Autobahn, wo es natürlich nicht so krass steile Kurven oder irgendwas gibt oder scharfe Kurven gibt, da funktioniert das auch astrein. So, und jetzt sehen wir hier eben auch, dass der sozusagen das Auto vor mir erkannt hat. Er sieht jetzt auch, dass diese beiden Linien gefüllt sind, das heißt, er erkennt auch Linien und jetzt sind da noch so blaue Führungslinien um diese weißen Linien, das heißt, jetzt orientiert er sich tatsächlich auch an diesen Linien. Also ich mache jetzt auch nichts, er erkennt auch, der vor mir hält jetzt zum Beispiel an, weil er abbiegen will. Dementsprechend wird er auch langsamer, was ich sehr charmant finde, dadurch, dass der auch eine Verkehrszeichenerkennung verbaut hat und die Tempolimits eben erkennt, bietet er mir die hier auch an. Das heißt, ich kann halt jetzt auch, jetzt habe ich zum Beispiel ein 50-Schild oder ein 30-Schild eingeblendet. Dementsprechend kann ich jetzt zum Beispiel auch sagen, runterschalten. Und er nimmt automatisch die Geschwindigkeit von dem Verkehrsschild. So, und jetzt ist wieder 50, weil hier nur kurz war. Jetzt kann ich wieder entsprechend hoch machen. Jetzt hat er auch automatisch ja die 50. Er hat von 30 auf 50 umgeschaltet, weil er sich da an dem Verkehrszeichen direkt orientiert hat und gesagt hat, naja, wahrscheinlich willst du das, was auf dem Verkehrsschild auch steht, als Tempo haben. Und was ich natürlich jetzt auch wieder merke, weil ich jetzt eben die Onboard-Navigation verwende, dass ich das eben auf dem Head-Up-Display habe, ist auch nochmal sehr angenehm. Ich kenne natürlich jetzt die Strecke, aber man kann sich wirklich viel mehr aufs Fahren konzentrieren, weil man nicht immer wieder irgendwie auf die Navigation gucken muss oder irgendwie auf die Geschwindigkeitsanzeige. Ich bin ja auch ein Fan von digitalen Geschwindigkeitsanzeigen und nicht von analogen mit Zeiger, weil ich finde, da ist es nochmal irgendwie in einem kurzen Moment schwerer zu erfassen, was jetzt aktuell die Geschwindigkeit tatsächlich überhaupt ist. Das fand ich bei dem Mercedes vorher auch schon schön, dass es eine digitale Geschwindigkeitsanzeige gab und finde ich hier natürlich auch sehr schön. Ansonsten, was man halt hier sieht, was ich noch gar nicht erzählt habe, hier rechts habe ich neben der Geschwindigkeit auf der linken Seite auch so eine Tankanzeige, das ist halt auch in Balken dargestellt, finde ich fast ein bisschen grob, aber ich kann theoretisch auch hier über den Bordcomputer, über das Multimedia-Display dann auch gucken, wie die voraussichtliche Entfernung, die ich noch zurücklegen kann, ist, wie man es so wahrscheinlich von anderen Autos auch kennt, logischerweise. Und ansonsten habe ich noch die Temperatur, also die Motortemperatur. Hier kommt jetzt das Hold zum Tragen, was ich gesagt habe, ich habe es ja vorhin auf dem Parkplatz schon eingeschaltet, dementsprechend kann ich jetzt auch die Füße von der Bremse runterlassen und kann dann gleich einfach wieder beschleunigen, wenn es weitergeht. Hier bei der Verkehrszeichenerkennung, ich nenne das zwar Verkehrszeichenerkennung, aber tatsächlich geht es nur um Geschwindigkeiten, also sowas wie Vorfahrt beachten oder so erkennt das System nicht. Hier geht es tatsächlich rein um die Geschwindigkeiten. So, jetzt bin ich zum Beispiel schon bei 45 km/h und bin jetzt gerade im E-Modus. Man kann hier auch immer so ein bisschen erahnen, diese Eco-Anzeige, also diese grünen Balken sind zweigeteilt. Es gibt halt einen unteren Bereich und einen oberen.
Und solange man sich in dem langsam in dem unteren Bereich befindet, ist die Chance sehr groß, dass man tatsächlich auch im E-Modus fährt. Aber was er zum Beispiel auch erkennt, wir sind ja jetzt hier in den Ort reingefahren, auch wenn hier kein 50-Schild ist, er schaltet jetzt automatisch auf Tempo 50 um. Also er erkennt die Schilder schon, aber angezeigt bekomme ich tatsächlich nur alles, was geschwindigkeitsrelevant ist. Was er mir jetzt allerdings auch anzeigt, dass ich mich jetzt gerade auf dem Weg, also auf einer Auffahrt zu einer Autobahn befinde. Das macht er auch. Jetzt hat er auch wieder die beiden Spuren eingeloggt, das heißt, die werden weiß dargestellt. Wenn ich jetzt den Tempomat einnehme, dann sieht man auch, dass er die jetzt blau umrandet, also dass die sozusagen zwei blaue Linien jetzt haben. Hier ist jetzt übrigens gerade aufgehoben, die Geschwindigkeit, das heißt, dementsprechend sehe ich auch, dass hier kein Tempolimit vorherrscht. Ich mache das jetzt mal höher. Ich stelle jetzt mal den Abstand zum Vordermann auf die maximale Stufe ein. Das mache ich immer in der Regel so, wenn die Geschwindigkeiten höher sind, dass ich dementsprechend auch den Abstand dann höher einstelle. Und jetzt sieht man auch wieder, er zwingt mich eben. Da muss ich halt kurz am Steuer wackeln, zumindest für das Video. Also dann weiß ich, ich halte das Lenkrad noch fest. So, hier schert jetzt vor mir einer ein. Das heißt, er erkennt den auch und bremst halt auch direkt runter. Jetzt bremst der vor mir stärker, weil jetzt hier wieder Geschwindigkeitslimits vorherrschen. Und man merkt, oder ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt, aber das ist halt kein abruptes Bremsen, sondern es ist halt wirklich ein zügiges Bremsen. Aber es ist nicht so, dass es eben auffällt und dass der Hintermann ein Problem bekommen würde, was ich sehr angenehm finde. Und jetzt gerade zum Beispiel mache ich auch nichts. Also ich gebe kein Gas, ich bremse nicht. Ich lenke auch nicht und das sind zum Beispiel so eine Kurven hier, man sieht es jetzt auch, damit kommt er wunderbar klar, wenn das halt wirklich so leichtere Kurven sind. Jetzt muss ich halt mal zwischendurch anfassen. Und das Schöne ist, ich sehe halt zu jedem Moment, hat der die Strecke auch erkannt oder nicht. Also kann ich mich darauf verlassen, dass der das auch hinkriegt oder nicht. Außer natürlich, wenn die Kurven, wie gesagt, zu scharf sind. Aber das weiß man auch so irgendwann aus Erfahrung, was er hinkriegt und was nicht. Da würde ich mir tatsächlich von der Software auch wünschen, dass er dann eben... dass er dann eben sagt, ey, Achtung, die Kurve vor dir, die kriege ich nicht hin. Jetzt sehe ich hier den Totwinkel, also das finde ich sehr charmant. Es gibt ja auch Systeme, wo das nur auf dem Bordcomputer angezeigt wird, aber ich finde es intuitiver, wenn es in den Spiegeln ist, da wo sozusagen das auch passiert, dass da auch dieses Signal auch angezeigt wird. So, und ich habe halt gemerkt, dass ich diese Spurhalteassistent, diesen Abstandshalter, das ist ja das eine, ist ja nicht unbedingt verbunden mit dem anderen. Das heißt, es gibt auch mal eine Variante, so jetzt kommt zum Beispiel eine Kurve, die ist wesentlich schärfer zu fahren, die kriegt er nicht hin. Da muss ich schon mitlenken. So, jetzt werde ich mal den Tempomat erstmal runternehmen, weil ich weiß, dass da ein Blitzer kommt. Das weiß der andere offensichtlich nicht. Und im Standard, zumindest bei uns, ist es so auch eingestellt, wenn man den Tempomat aktiviert, dann ist auch der Spurhalteassistent und der Abstandshalter entsprechend auch gleich mit aktiv. So, jetzt mache ich wieder einen Tempomaten rein. Ich muss auch sagen, die Spuren, die er teilweise erkennt, sind sehr beeindruckend, weil die irgendwie für mich schon kaum noch zu erkennen sind oder total dreckig sind. Aber es kommt auch oft genug vor, dass er die Spuren nicht erkennt, wo ich mir sage, ey, die ist doch eindeutig. Also das ist noch etwas, was auf jeden Fall verbesserungsfähig ist von der Qualität her. Aber weil er halt auch die Möglichkeit hat, sich nicht auf die Spur zu verlassen, sondern auf das Fahrzeug vor ihm. Übrigens ist es wohl laut Toyota auch so, dass der nicht einfach stumpf dem Fahrzeug vor sich folgt, sondern er guckt sich erst eine gewisse Zeit vorher an, wie dieses Fahrzeug sich verhält, also ob es viel hin und her schwankt oder ob es halt wirklich aus seiner Sicht vernünftig fährt. Und erst wenn das Fahrzeug, also mein Toyota, der das Gefühl hat, der fährt vernünftig, dann hängt er sich auch an den dran. Jetzt habe ich wieder die Situation, dass jetzt zum Beispiel wieder eine relativ leichte Kurve kommt und da gehe ich stark davon aus, dass er es hinkriegt, was er auch macht, wie man sieht. Also es ist immer noch irgendwie magisch für mich. So, jetzt hat er es aber zum Beispiel nicht hingekriegt, da muss ich jetzt nachhelfen. Aber das System ist natürlich auch nicht dafür gedacht, die ganze Zeit die Hände vom Lenkrad zu lassen. Es ist nur für euch, dass ihr mal seht, wie diese Technik funktioniert und wo vielleicht auch die Grenzen sind. Aber gerade für so eine Situation, ne, dass wir jetzt hier wieder auf der Shuttlebahn sind, jetzt ist es irgendwie kurz vor sechs, das heißt schön Feierabendverkehr noch, da ist es halt wesentlich angenehmer, zum einen Tempomat zu haben, aber zum anderen, und das hat mich zum Beispiel ja bei dem Mercedes auch gestört, so schön es mit dem Tempomat war, dadurch, dass er keinen Abstandshalter hatte, musste ich den dann immer manuell hoch und runter regeln. Hier macht das Toyota von alleine, ich gebe ihm halt eine Maximalgeschwindigkeit vor, die sich natürlich immer an die Geschwindigkeitsgrenzen hält. Und der regelt dann aber jedenfalls von alleine runter, wenn er erkennt, vor ihm ist ein Auto. Ja. Also es ist halt auch einfach ein Komfortgewinn, darum geht es ja auch vor allen Dingen.
Aber das ist hier auch noch kein reines autonomes Fahren. Darum geht es auch nicht. Es geht tatsächlich darum zu unterstützen und nicht zu ersetzen. Und was ich auch immer sehr beeindruckend finde, wie früh der schon das Auto vor einem erkennt. Also sowohl, wenn es weiter vor einem ist und noch nicht so dicht dran ist, als auch, wenn das Auto von einer anderen Spur sozusagen rüberzieht auf meine Spur, wie schnell der rafft, hey, da ist jetzt ein Auto vor mir und entsprechend halt auch abbremst. Das Schöne ist, das ist übrigens auch eine Besonderheit, das sieht man wahrscheinlich hier gar nicht so sehr. Der Jahres-Pop-Out-Edition, Tokyo Pop-Out, hat halt auch ein Ambientlicht. Ich bin ja auch immer ein großer Lichtfan, wisst ihr ja auch, wenn ihr meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, kann es immer wieder nur sagen. Und der hat tatsächlich so ein leichtes, angedeutetes Ambientlicht, sowohl was jetzt in den Türgriffen ist, als auch im Fußraum. Ist jetzt keinsterweise so krass und so vergleichbar wie mit Mercedes. Das ist ja für mich immer noch das Nonplusultra, was so Ambientlicht angeht. Aber ich finde es halt schön, gerade im Dunkeln, dass es halt nicht stockdunkel hier ist. Man kann auch keine Farben oder sowas einstellen, es ist halt einfach blau. Was natürlich auch gerade für Nacht und im Dunkeln logischerweise sehr angenehm ist. Die Navigation, die onboard ist, finde ich übrigens auch top, bis auf, dass sie natürlich nie so aktuell sein kann wie Google Maps. Aber sehr brauchbar. Früher war es, fand ich immer so, dass man die Onboard-Navigation eigentlich nicht gebrauchen konnte. Das ist bei Toyota gar nicht so, finde ich super. Also nutze ich auch sehr gerne, gerade weil ich sie halt auch über Sprache aktivieren kann und weil ich es auf dem Head-Up-Display und auf dem Bordcomputer angezeigt bekomme. Übrigens zu den Totwinkelwarnern, also Totwinkelassistenten ist noch zu sagen, mir war ja wichtig, dass die auch Radfahrer erkennen. Offiziell wird es zumindest so nicht beworben, dass sie auch Fahrradfahrer erkennen. Allerdings ist meine Erfahrung bisher, dass eigentlich, so wie ich es mitbekommen habe, jeder Radfahrer, der sich da irgendwie angeschlichen hat, auch erkannt wird. Und was auch ganz schön ist, das ist auch clever durchdacht, wenn der dann anhält und das Fahrzeug vor einem dann relativ zeitnah wieder losfährt, dann fährt er auch von alleine weiter. Erst wenn, so wie jetzt stehe ich halt ein bisschen länger, dann muss ich wirklich erst wieder das Weiterfahren bestätigen. Also für gerade so ein Stop-and-Go-Szenario ist es halt super, weil er dann von alleine weiterfährt, wenn er merkt, okay, es geht jetzt doch direkt weiter. Und erst wenn ich wirklich ein paar Sekunden stehe, dann versteht er das auch als Stehen und bremst dann tatsächlich auch. Und dann muss ich erst manuell weiter bestätigen. Übrigens habe ich extra für euch nochmal das Auto gewaschen. Also gebt mir bitte allein dafür schon einen Daumen hoch. Und das war schon jetzt meine Herausforderung, dieses technische Setup, um euch ein bisschen was auch zeigen zu können, auch live zeigen zu können, ohne dass ich mich und anderen in Gefahr bringe. Also würde ich mich für das Video wirklich mal über einen Daumen hoch freuen. Und generell, wenn ihr mal so aus verschiedenen Technik-Ding-Reviews möchtet, dann gerne auch meinen Kanal abonnieren. Ihr wisst ja, wie es läuft, ist kostenlos. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann.